Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Und wir sollen das Manuskript näher anschauen. Das mittelalterliche Paris. Aber ob wir hier was Neues jetzt die sehen? Die Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Ich glaube nicht. Die Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Ja. Fleur de lis in verschiedenen Mustern. Ja, hallo? Hallo? Aha, danke dafür. Ein würdevoll und demütig dreinschauender Mann. Aber das kennen wir doch alles schon. Das ist der Engel, der im Manuskript erwähnt wird. Da steht, der Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen. Auf den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Aber welche Festung? Ja, keine Ahnung. Was weiß ich? Habe ich hier irgendwas übersehen in der Lesefolge letzte Woche? Letzte Folge? System ausgelastet, aha. Ja gut, das wollte ich eigentlich nicht. Ich finde das ein bisschen doof, dass es jetzt hier in diesem Handbuch irgendwo drin ist. Ja, okay. Tempelritter, Johannes der Täufer, hatten wir da alle schon. Tempelritter. Großes Geheimnis. Ich, weiß nicht. Anna Marias Manuskript. Dieses Manuskript hat mir heute großen Kummer gemacht. Aber ich genieße die Aufregung, muss ich gestehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was er von mir will. Soll ich das alles nochmal lesen? Das macht ja bestimmt auch keinen Sinn. Das Manuskript wurde 1307 niedergeschrieben. Die Tempelritter müssen den Angriff vorhergesehen und dafür gesorgt haben, dass ihr Schatz in Sicherheit gebracht wurde. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was er von mir will. Das stellt Philipp IV. Von Frankreich dar. Ja. Das muss Clemens V. sein. Papst in Avignon und Philipps Kumpel. Er ist mit Sicherheit nicht der wahre Patriarch, von dem in dem Manuskript die Rede ist. Ach, den muss ich jetzt finden, also oder? Also müssen wir nur noch herausfinden, wer genau dieser wahre Patriarch ist. Aha. Er? Wenn also Clemens V. nicht der wahre Patriarch ist und St. Georg, der aus der heutigen Türkei stammte, unter der Stadt eines heiligen Mannes, der wahre Patriarch ist, gegen einen Drachen kämpft... Ja? Dann muss diese Stadt Istanbul sein, das im Mittelalter Konstantinopel hieß. Und mit der Festung muss die alte Zitadelle von Konstantinopel gemeint sein. George, das ist ja unglaublich. Existiert die noch? Keine Ahnung, aber ich wette, in Istanbul gibt es jemanden, der das weiß. George, du bist ein Genie. Danke, dass du mir geholfen hast. Hey, sowas macht mir Spaß. Ich würde doch nie die Chance versäumen, nach einem Templerschatz zu suchen. Okay, jetzt dürfen wir nach Istanbul fahren. Na, Anna-Maria, Lust auf einen Trip nach Istanbul? Glaubst du, wir finden den Schatz? Wir müssen es zumindest versuchen. Ja, dann fahren wir mal nach Istanbul. Lädt. Okay, da musst du also echt noch ein bisschen auf dem Manuskript hinterher. Ah, hat die nix an? Ist die nackig? Geile Mucke. Ach, und er liegt auf dem Sofa. Hallo? Zimmerservice. Kommen Sie rein. Guten Tag, Effendi. Ich bringe Chai für Sie und Ihre werte Gattin. Ah, danke. Sie ist nicht meine Frau. Ah, natürlich. Sie sind in der Tat von Allah gesegnet, eine so schöne Geliebte zu haben. Ja. Nein, ich meine, wir haben kein... Da ist nichts.
Keine Bange, Sir. Ein paar Nächte hier im wunderschönen Pasha Palace und das süße Wesen wird ihre besondere Gabe für romantische Liebe kennen. Ich überlasse sie dann ihrem erholsamen Schlaf, Sir. So, was ist Chai? Hi, George. Hi. Hi. Was für ein netter Zimmerkellner. Was mit deinem Arm los? Worüber habt ihr geredet? Ah, nix. Das Wetter, Regen. Er meint, es sähe nicht danach aus. Hätte es auch nie. Alles nur Gerüchte. Was ja auch ganz gut ist. Zeit, um den Schatz zu suchen, was? Ich warte dann im Flur, während du dich anziehst. Chai heißt also Geschirr? Alles klar? Ja, danke, George. Bitte, kannst du dich nochmal ausziehen? Ich bin so froh, dass du mir helfen willst, George. Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Du? Ja, es ist irgendwie wie ein Traum. Kein Albtraum? Oh nein, kein Albtraum. Ein feuchter Traum. Ich war Patentanwalt, weißt du? Habe in der Firma meines alten Herrn gearbeitet. Ein Anwalt? Hätte ich nie vermutet. Du bist doch in unsere Kanzlei reingerannt. Das ist ein Kompliment. So, echt mal. Können wir ins Zimmer? Können wir nicht, okay. Aber hier, die können wir uns erstmal angucken. Sieht auch nett aus. Nur nette Frauen hier. Hinter dem Tresen wartet eine Empfangsdame. Sie sieht recht effizient aus. Effizient, okay. Okay, sieht doch nicht so nett aus. Alte Zitadelle am Fluss I? Achso. Können Sie uns vielleicht sagen, wo wir die alte Zitadelle finden könnten? Ich habe keine Ahnung. Fragen Sie doch mal den Kellner. Der weiß eine ganze Menge über die Stadt. Über die Stadt. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Bis auf die viele Arbeit. Wichtige Leute, die einchecken wollen und so. Aha. Welche Sehenswürdigkeiten können Sie denn empfehlen? Fragen Sie Wie die Kellner. Wie wäre es mit der blauen Moschee? Die meisten unserer Billigfluggäste finden einen Besuch dort sehr schön. Was soll das denn heißen? Sonst noch was Interessantes? Da gibt es noch das Mosaikmuseum. Das gefällt Gästen ihres Schlages meist sehr gut. Was sind denn Gäste? Bin ich jetzt ein Billigtourist oder was? Erzählen Sie mir was über Istanbul. Schauen Sie doch mal auf unseren Stadtplan, um zu sehen, welche Sehenswürdigkeiten Sie interessieren könnten. Ich dachte, du gibst mir mal ein paar Infos. Erzählen Sie mir was über Istanbul. Schauen Sie doch mal auf unseren Stadtplan, um zu sehen, welche Sehenswürdigkeiten Sie interessieren könnten. Das machen wir. Machen wir sofort. Sie hat irgendwo nach hier gezeigt. Meint sie den Computer? Ach, da oben das ist die Karte. Das Computersystem des Empfangs. Das Pasha Palace hat wahrscheinlich einen kostenlosen Zugangsbereich. Nobler Schuppen. Kann ich den benutzen? Das Computersystem des Empfangs. Kann ich nicht benutzen. So, dann schauen wir uns mal die Map an. Was uns denn für Sehens... Ein Plan mit einigen der Touristenattraktionen. Würdigkeiten interessieren, ja. Ein Plan mit einigen der Touristenattraktionen. Ja, den können wir uns nicht genauer angucken, ne? Hier können wir auch nicht mehr reden. Ist ja sonst noch irgendwas? Bevor wir hier gehen, falls wir überhaupt gehen dürfen, das ist ja auch wieder die Frage. Da stapft er die Treppen runter. Kennt da nichts. Ach, der Kellner, genau, mit dem wollen wir auch noch reden. Hey, Kellner. Ah, mein Freund. Wie geht es meinem Lieblingsgast an diesem schönen Nachmittag? Ah, sind wir vielleicht der einzige Gast deshalb? Wissen Sie was über eine alte Zitadelle hier in Istanbul? Ah ja, die große Zitadelle. Der Legende zufolge liegt sie tief unter dem Topkapi-Serai. Was ist das denn? Topkapi? Das Topkapi-Serai ist ein Palast, eine unserer berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Leider ist es diese Woche für den Publikumsverkehr geschlossen. War klar. Wegen einer politischen Konferenz wimmelt es da überall von Wachleuten. Oh nein. Warum schauen Sie sich nicht stattdessen die berühmten Shisha-Raucher am Galatasaray-Platz an? Oder die Hagia Sophia, die Blaue Moschee oder die türkischen Bäder? Sehr sexy, mein Freund. Sehr sexy. Mevlut. Und arbeiten Sie gerne hier? Ich arbeite schon mein ganzes Leben als Kellner, Sir. Herzlichen Glückwunsch. Ein frohes Leben, nur der Kunst gewidmet, die Wünsche jedes einzelnen Gastes zu erfüllen, der unsere schöne Stadt besuchen kommt.
den exotischen Schmelztiegel, in dem der Osten auf den Westen trifft. Das Land der Kontraste. Aha. 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 Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal. Wahrscheinlich, ich rieche so Stealth-Action, wenn da überall Wachleute sind und so, dann muss ich da bestimmt irgendwie... Was ist das denn? Kann ich da verreisen? Ah, guck mal. Pasha Palace, da ist nix, da ist nix, da ist nix. Top Kapi Serail. Dann fahren wir mal dahin. Lädt. Das ist also der Top Kapi Palast, das Juwel des Osmanischen Reiches. Und überall Wachleute, geil. Reden wir einfach mal mit dem Wachmann. Vielleicht kommen wir einfach so rein. Hallo? Tut mir leid. Touristen haben diese Woche keinen Zutritt. Moment. Presse? Ja, ja, ja. Ja, ich bin Journalist. Welche Zeitung? Die New York Times. Die sind schon akkreditiert. Verdammt. Ach was, Idaho Chronicle natürlich. Die haben abgesagt. Raten Sie etwa? Nein. Natürlich nicht. Vielleicht sind Sie gar kein echter Journalist. Ein Terrorist vielleicht? Nein, nein, nein. Ich bin freier Journalist. Da bringt man schon mal was durcheinander. Ach ja? Weil ich für viele Zeitungen arbeite. Alle Zeitungsleute sind akkreditiert. Und Fernsehen, klar. Ich arbeite viel fürs Fernsehen. Alle Fernsehleute sind akkreditiert. Und Radio nicht zu vergessen. Vom Radio sind alle akkreditiert. Ach, scheiße. Außer? Ja? Emon Omara. Sie machen Witze, aber das ist doch unglaublich. Warum? Weil Sie sich von allen Journalisten dieser Welt... Ja? ...ausgerechnet den ausgesucht haben... Ja? ...der vor Ihnen steht. Ich bin das. Ich. Sie meinen, Sie sind Emon Omara? Oh, wir haben Sie erwartet, Mr. Omara. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Pasha Palace? Ich muss Sie dennoch bitten, sich auszuweisen, Mr. Omara. Oh, Mist. Den habe ich im Hotel gelassen. Kein Ausweis, kein Zutritt, keine Ausnahme. Aha, wir brauchen da also einen Ausweis. So sieht er aus. Sieht aus wie der Typ von How I Met Your Mother mit einer 80er-Jahre-Frisur. Hier, wie heißt er? Barney. Barney mit einer 80er-Jahre-Frisur. Wir sind alle große Fans, Mr. Omara. Besonders Ekin oben am Tor. Wenn er hier bei uns wäre, würde er sie sofort reinlassen. Denn er weiß ja, wie sie aussehen. Natürlich. Wir sind alle große Fans, Mr. Okay. Omara. Ich dachte, da kommt besonders jetzt irgendwas anderes. Ekin oben am Tor. Ja. Wenn er hier bei uns wäre... Also, nein, 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 nein. Würde er sie sofort reinlassen. Warum kann man das nicht überspringen? Ja, wie sie aussehen. Ja, ja. Natürlich. Natürlich. Tschö. Okay, kann ich mit Anna-Maria reden? Das macht richtig Laune, nicht wahr? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Du hast eine andere Schriftfarbe plötzlich. Das macht richtig Laune, nicht wahr? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Okay. Kann ich hier irgendwas tun noch? Liegt hier vielleicht irgendwo der Presseausweis von dem Typen rum vielleicht? Sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir also aus dem... Der ist also auch im Hotel. Das heißt, wir müssen den irgendwie... Müssen irgendwie zurück rausfinden... Zurück im Pasha Palace Hotel. Ja, danke für den Kommentar. Wir müssen irgendwie an seinen Presseausweis kommen. Kann ich vielleicht Sie fragen, wo er gerade ist oder so? Ah, wir können Was einiges können fragen. Sie mir über das Top Kapi Serail erzählen? Oh, der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Ja, aber den kann ich leider nicht benutzen. Und sonst? Ich habe gehört, Emon Omara wohnt hier. Oh ja, hier in unserem Hotel. Es ist aufregend, einen echten Prominenten hier zu haben. Ja. Prominent, hä? Weltberühmt. Ehrlich? Und Sie mich auch? Was? Sehr gut. Nach meinem Abenteuer in Glastonbury schrieb Emon einen Bestseller darüber.
Das Ende der Welt, wie es fast, aber doch nicht eintrat, und mein Anteil daran, das machte ihn zum Promi-Journalisten. Wir kennen ihn? Er ist heute noch nicht aus seinem Zimmer gekommen. Ich vermute, er bereitet gerade eines seiner brillanten Interviews vor. Dürfte wohl eher seinen Kater auskurieren. Wie bitte? Ich sagte, er dürfte wohl gerade mit seinem Laptop recherchieren. Ich habe bald Feierabend. Dann werde ich ihm persönlich den Brief raufbringen, der gerade vom Topkapi-Palast für ihn abgegeben wurde. Ich musste sogar den Empfang des Briefes quittieren. Ist wohl sehr wichtig. Aha. Erzählen Sie mir was von Emon. Stellen Sie sich vor, Emon O'Mara hier im Hotel. Ja, stelle ich mir vor. Erzählen Sie mir was von Emon. Stellen Sie sich vor, ja. Emon O'Mara. Warum gehen die Optionen denn nicht weg? Ja, stelle ich mir vor. Warum gehen die Optionen denn nicht weg? Ich verstehe das nicht. Was können Sie mir über das Topkapi erzählen? Das ist auch wieder dasselbe, oder nicht? Oh, der Palast ist wunderschön. Hä? Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Okay, wir müssen die Tante irgendwie da wegkriegen. Ja. Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Ja. Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand. Den kann ich leider nicht benutzen. Ich bin nicht in der Lage, mir den anzusehen. Es tut mir sehr leid. So, können wir denn mit dem Kellner über, Emon reden? Sogar mit funktionierendem Spiegel ist er verrückt. Topkapi? Das Topkapi-Serai ist ein Palast, eine unserer berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Ja. Leider ist es diese Woche für den Publikumsverkehr geschlossen. Wegen einer politischen Konferenz wimmelt es da überall von Wachleuten. Ach so, wusste Warum ich gar nicht. Schauen Sie sich nicht stattdessen die berühmten Shisha-Raucher am Galatasaray-Platz oder an? Oder die Hagia Sophia. Die Blaue Moschee. Oder die türkischen oder Bäder. Die türkischen Bäder. Sehr sexy, mein Freund. Sehr sexy, mein Freund. Geil. Ach, jetzt geht das da weg, ja, okay. Sie hat bald Feierabend. Kann ich jetzt hier... Diese Kamera bringt mich nochmal um. Kann ich... Nein! Hat noch keinen Zweck, wieder raufzugehen. Nee. Aber hier schon? Hat noch keinen Zweck, wieder raufzugehen. Okay, hat keinen Zweck. Was liegt denn da? Was ist das? Der Brief an Emon. Ach so. Darf ich mir den einfach mopsen? Bitte lassen Sie den liegen. Der ist nicht für Sie. Oh. Entschuldigung. Das Computersystem des Empfangs. Habe ich jetzt mit ihr neue Gesprächsoptionen, weil ich das gemacht habe? Erzählen Sie mir was. Stellen Sie sich vor. Ja, stelle ich mir vor. Ja, total spannend. Wahnsinn. Ja, stelle ich mir vor. Tschö. Kann sie die... Warte mal. Jetzt vielleicht? Bitte lassen Sie den Das liegen. Siehst du siehst es doch gar nicht. Du siehst ihn doch gar nicht. Anna, hör auf, dich zu verstecken. Kannst du die irgendwie ablenken oder so? Der Brief vom Palast könnte wichtig sein. Ich werde die Empfangsdame ablenken. Kannst du dir dann den Brief schnappen, wenn sie gerade nicht hinguckt? Aber sicher. Macht richtig Spaß, was? Ja. Psst. Ja, was? Dinge zu klauen macht richtig Spaß. So, wir versuchen sie mal abzulenken. Sie kommen mir bekannt vor. Kennen wir uns nicht? Wohl kaum. Ich treibe mich nicht mit Touristen rum. Sind Sie schon mal auf dem Broadway aufgetreten? Tut mir leid, Sir. Aber ich muss wirklich arbeiten. Wir haben den Brief immer noch nicht. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Singen Sie vielleicht? Nein, aber ich schreie. Sehr laut. Bitte entschuldigen Sie mich. Okay, kann ich jetzt mit dem Computer irgendwas tun? Da irgendwie? Das Computersystem des Empfangs. Einfach mal draufschlagen? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert doch nicht. Können wir das ihr vielleicht zeigen und sagen, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Eine Salami. Guck mal hier, ich habe eine Salami. Das ist nicht richtig so. Brandschutzdecke. Kann ich nicht Anna-Maria mit ihr benutzen? Das ist nicht der richtige Weg. Stift mit dem Computer? Das wäre keine so gute Idee.
Wie kriegen wir sie denn abgelenkt? Erzählen Sie mir was über Istanbul. Schauen Sie doch mal auf unseren Stadtplan, um zu sehen, welche Sehenswürdigkeiten Sie interessieren könnten. Ich will aber, dass du mir das alles zeigst. Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen? Oh, der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Okay, das bringt alles gar nichts, glaube ich. Sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Sie sagt so oft Stadtplan und wir können einfach nichts mit diesem Stadtplan tun. Wo ist eigentlich Anna? Anna, du sollst da hinten bei Brief warten und da irgendwas mit tun. Ah. Anna Maria, schau dir das mal an. Ach, jetzt kann das ich mir ihn plötzlich angucken, oder was? Das Topkapi-Serai ist riesig. Wo sollen wir da Hinweise auf die alte Zitadelle finden? Es gibt einen Springbrunnen im inneren Hof. Der muss eine Verbindung zum Wassersystem haben. Vielleicht ist das der Aquädukt, der für die Wasserversorgung der alten Zitadelle sorgt. Der Aquädukt? Ja, das wäre möglich. Aber wie kommen wir rein, wenn es für die Öffentlichkeit gesperrt ist? Du arbeitest hier mit George Stobbart. Es gibt immer einen Weg. Okay, das schauen wir uns in der nächsten Folge mal genauer an. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch 4, der Engel des Todes. Macht's gut. Tschüsschen.